Servus together! Wir sind wieder zurück bei Legend of Zelda A Link to the Past. In diesem Part werden wir uns noch um ein paar Dinge in der Overworld bzw. in der Schattenwelt kümmern, was wir bis jetzt außer Acht gelassen haben, wie zum Beispiel Kisten, Schwerter. Wir werden einfach mal gucken, was genau uns jetzt noch fehlt, beziehungsweise was wir schon kriegen können. Das heißt, wir bewegen uns jetzt erstmal spontan bei 3 in das Dorf der Diebe, ich meine, dass das so heißt. Und gucken mal, ob wir da schöne Sachen noch kriegen. Da gibt es auf alle Fälle eine Truhe. Eieieiei. Eine Truhe, die, wo eine Flasche drin ist, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Und halt ein Schmied. Genau. Da gibt es noch den Schmied. Wenn ich da jetzt hinkomme, was ich jetzt gerade nicht glaube. Verdammt, da muss ich ja oben rum. Gibt's hier was? Ja, genau, hier konnte ich graben. Ja, okay. Dann gehen wir halt einen kleinen Umweg. Das ist ja, weil ich meine, dass ich diese Dinge noch nicht tragen kann. Ne. Da müssen wir eben einen kleinen Umweg laufen. Das wird ja auch jetzt nicht so das größte Problem sein. Denn wir haben ja Zeit. Ja, ich sehe immer noch, ich habe keine Pfeile mehr jetzt gerade am Start. Das heißt, wird Zeit, dass ihr mal ein paar ablegt. Kann ich hier unten nicht... Moment. Okay, dann doch nicht. Gab's hier... Ah, ich glaube, hier muss ich nachher nochmal genau gucken. Sofern die Zeit da ist. Ich meine, dass ich da auf alle Fälle noch ein Emblem nicht... Wie heißt denn das Ding noch? Ja, so ein... Doch. Nein, Emblem nicht. Medaillon, jetzt habe ich. Schweres Wort. Eitsch. Wow, 2 Stück. Eitsch. Dass wir dann da noch gucken. Na, da wollte ich gar nicht wieder hin. Ärgerlich. Run, Link, run. Komme ich von hier da überhaupt hin? Weiß es gerade spontan nicht. Gibt doch bestimmt keine... Na, natürlich nicht. Die Brücke fehlt. Oder? Ach, verdammt. Nein, ich will nix. Hau ab. Wäre es nicht besser, wenn ich mich mit dem... Ach, komm. Das laufen wir. Dafür ist es ja ein Let's Play, damit wir halt ein bisschen laufen. Es wäre ärgerlich, wenn ich jetzt alles durchrenne. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Da ist er ja schon, der Hammer. Dann bewegen wir uns jetzt Schattenwelt technisch in einem Gebiet, wo wir zusammen noch nicht waren, nämlich nach oben. Ja, war so klar. Hier können wir rein theoretisch auch ein Medaillon abgrasen, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Dann werden wir das doch machen. Wir nehmen alles mit, was geht jetzt in diesem Part. Bevor es dann in den nächsten Part, in den nächsten Dungeon geht. Ich weiß noch nicht genau, in was ich eigentlich reingehe. Entweder, also ich finde den... Ja, weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, diesen Waldtempel echt total hart nervig. Ob ich den als erstes wegmache oder ob ich erst zu Blind gehe. Also dieser Dieb. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher, wie ich das anstellen soll. Was? Also ich meine, dann habe ich es weg. Weil ich glaube, da geht auch mehr als ein paar drauf bei dem Tempel im Wald. Weil man verläuft sich da so elendig, widerlich. Hey, Glück gehabt, das ist echt uncool. Hier müsste ich jetzt was reinwerfen können. Ja. Tatrette. Ein Fisch! So, besprechen wir den dann. Ach, der sieht komisch aus. Du hast mich aus dem Zentrum gerissen. Nimm dich und verschwinde wieder. Yeah! Was haben wir denn Feines gekriegt? Das Erdmedaillon. Seine Magie lässt die Erde beben und lähmt die Gegner. Achte auf deine Magieanzeige. Thanks for the info. Wir können auch irgendwann, glaube ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht, auf jeden unsere Magieanzeige noch reduzieren in Sachen ja, genau.
Also, dass man nur noch halt die Hälfte verbraucht. Ich meine, das geht auch irgendwo im Dorf. Oder ich irre mich jetzt total. Ich weiß es gerade nicht mehr. Verdammt. Ich weiß so viel im Moment nicht von dem Spiel. Das sind alle Vermutungen, die irgendwie mal hängen geblieben sind. Hammer. Wie kommen wir hier zur Hölle jetzt eigentlich rüber? Wir haben den Enterhaken, ne? Ja. Das hilft uns gerade aber auch nicht wirklich weiter, wenn ich mich nicht irre. Hier war jetzt nichts mehr, glaube ich. Kann man hier auch irgendwie weiter? Nein. Oh, verdammt! Wie komme ich denn da jetzt nochmal hin? Komm her, so. Wie zur Hölle komme ich nochmal auf der anderen Seite? Ja, wir haben den Enterhaken. Der Enterhaken, der wird jetzt bestimmt ausschlaggebend sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich... Ah, ich schieße einfach mal. Vielleicht kann man ja gleich... Vielleicht ist ja was, wo er sich dran festhalten kann. Weil ich wüsste jetzt... Nein. Okay, das klappt schon mal nicht. Habe ich da was über... Ja, hier, warte. Haha! Chaka, laka, boom, bang! Dann sind wir schon mal auf der anderen Seite von The Say. Ja komm, wenn wir schon hier sind, können wir auch mal gucken. Da komme ich noch nicht hin. Doch, da könnte ich rein theoretisch hin, wenn ich da... Narg. Ja, Lucky. Ja, super, da ist natürlich jetzt gerade nichts. Da ist auch nichts. Mal hier gucken. Ja, nicht aufheben, rennen. Da war auch eine Bombe. Ich brauche Pfeile, Mann. Pfeile sind viel wichtiger. Einmal hier kurz die Lage checken, was hier jetzt ist. Wieder so ein kleines... Boah, wie sieht das Ding aus? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Naja. Hey, Kumpel, kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich kann dir was erzählen. Aber die Sache ist nicht ganz billig. 20 Rubine, glaub mir, es lohnt sich. Na, wie sieht's aus? Na komm. Danke, Kumpel. Ich verrate dir etwas. In der Pyramide traf ich eine echte Schönheit. Der Eingang ist aber versperrt. Normale Bomben richten da nichts aus. Schade. Ja, der war ja was. Mit der roten Bombe, die wir später kriegen, irgendwann im Laufe des Spiels. Gab's hier noch was Interessantes? Das sieht aus wie ein Pfeil. Ja, ein Pfeil. Was gab's hier denn so? Ah ja, toll. Beschiss, Mann. Haut doch ab. Ey. Boah, ey, was ziehen die denn ab? Das ist ja nicht mehr feierlich. Boah, das war aber ordentlich. Ja. Nö. Dann verschwende ich lieber meine Fee und gehe jetzt drauf hier wie ein Mann. Hammer, 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 Hammer. Ja, ich wollte gerade sagen, also irgendwas Cooles wie ein... Jo, Dankeschön. Wie ein Herzchen wäre natürlich supi. Da haben wir auch spontan eins gekriegt. Bam. Gehen wir mal hier rum, dann kommen diese blöden Vögel nicht wieder auf uns zu. Da geht's zum Wald. Da wollen wir noch nicht hin. Da graut es mir nämlich schon vor. Das ist echt mies da. Hui. Skelettwald, ja genau. Und das Dorf der Verbannten. Oh, nee, Mann. I need a heart. Oh, nee, komm, das war doch jetzt fies. Schlimm. Boah,
Genial, genial. Als wenn ich es gerochen habe. Dass ich hier gerade echt in einer derben Bedrohung war. Freundliche Viecher. Entschuldigung, Feen. Dann gucken wir mal, was gab's hier denn nochmal Besonderes? Erstmal den hier weg, der macht mich kirre hier. Da kann man diesmal nicht runterfallen. Dies ist das Dorf der Verbannten. Kein Zutritt für Leute ohne Rubine. Ah, stimmt, hier waren diese blöden kleinen Viecher, die einen beklaut haben, ne? Ah, die rannten hier ja auch rum. Da, genau, da ist so einer. Das heißt, da werde ich mal schön die Finger fallen lassen. Jetzt sind wir hier und irgendwo hier müsste der... Da ist er doch. Nein, da komme ich noch gar nicht hin. Verdammt. Ach, Mist. Da müssen wir jetzt das erste Schlöcksken machen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo es die Handschuhe gibt. Ich meine, das ist Blinds Versteck. Mist. Das heißt, wir können jetzt rein theoretisch wirklich nichts machen. Können wir hier denn schon hin? Auch nicht. Ja, gut. Dann, I will say, machen wir erstmal blind. Ich meine, dass es nämlich da den Krafthandschuh gibt und unten, Quatsch, im Skelettwald gibt es, glaube ich, den Feuer. Schon wieder so ein Kaufhandel, Mann. Ich will nichts kaufen. Sieht so aus, als wenn ich Geld hätte, Mann. Echt. Oh nein. Kann man die eigentlich... Ich weiß es jetzt nicht. Wie war das noch? Ziehen? Yo. Ja, dann schauen wir uns mal hier ein wenig um. Kann man hier auch, ne? Ich könnte auch mir rein theoretisch den Haken erstmal, Quatsch, die Truhe erstmal ergattern und dann wieder rausgehen. Aber nö. Die Karte. Du hast die Karte. Drücke X. Ja, ja. Ist ja eigentlich gar nicht mal so groß, das Ding, ne? Ich umlauf die Gegner jetzt. Das ist mir echt sicherer. Weil, wenn ich mich nicht irre, haben die einen ganz schönen Schaden. Ja, einen Schaden haben die auch. Ich weiß gerade nicht, wohin. Ich verlauf mich hier gerade. Oh nein. Die Scheiße. Da ist eine Truhe. Komme ich da von hier hin? Ja. Dann gehen wir auch mal. Man weiß ja nicht, ne, was da auf einen lauert. Oh, nee. Hehe. Immerhin 20 Rubine. Super. So. War hier sonst noch irgendwie was? Ja, ein... Ah, ey, geh mir nicht... Gehen wir hier mal hoch. Na, schönen Dank. Dann mal gucken, was hier so auf mich lauert. Ah, da legen wir doch mal ein Bömmchen. Gucken, was hier drunter ist. Ein Herz. Komm doch her. So. Ja. Da kann man wieder Bomben legen. Lohnt es sich? Ah, ich habe jetzt keine Lust auf die Karte zu gucken. Ja, das ist doch schon mal viel wert. Da können wir auch rein. Gibt es hier was? Ja, Rubine haben oder nicht. Da brauche ich auf alle Fälle den Schlüssel für. Da komme ich noch nicht hin. Da ist jetzt so auch nichts. Das heißt, ich muss runterfallen. Ja, super. Like a bunny. Servus. Hier kann ich hoch. Wunderbar. Ja, da kann ich nur noch nicht hin. Das ist natürlich echt ärgerlich. Da ist jetzt auch so nichts. Das heißt, ich werde jetzt wieder runter. Brille! Och, Menno, fallen wir hier runter. Die ziehen ja schon ordentlichen Schaden hier, ne? Also das ist echt übel.
Hier hoch. Irgendwo muss hier doch mal ein verdammter Schlüssel sein, beziehungsweise, ich habe noch nicht mal irgendwo einen Gang gefunden, wo ich den Schlüssel hätte einsetzen können. Aber hey! Nope, da ist nothing, da ist wieder eine Truhe. Ich hoffe, da ist jetzt mal ein Schlüssel drin. Na, ein Kompass, super. Ich will nicht wissen, wo der Boss steckt. Eine Truhe wäre viel schöner. Mit Schlüssel. Oder allgemein Schlüssel. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Da unten. Verdammt. Ach, shit. Menno. Erstmal gucken hier. Na, von da komme ich da jetzt nicht hin. Das heißt, ich muss erstmal wieder hoch. Nee, dann. Och Mann, ist doch jetzt ärgerlich. Was war das? Jetzt aber aufpassen und nicht wieder einfach wild reinrennen, ne? Nein! Wow! Nein! Nein, 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 nein! Hello! Na super, jetzt können wir natürlich auch diese schöne Truhe nicht öffnen, bis wir wieder normal sind. Super, wir haben den Masterschlüssel. Immerhin schon etwas. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Super, das ist ja ein perfekter Zeitpunkt, um diesen Part hier zu beenden. Das heißt, man sieht sich in der nächsten Part-Tolge. Ja, auch wieder geiles Deutsch. Von Legend of Zelda, A Link to the Past. Man sieht sich, Leute.